Brüche addieren und subtrahieren ist gar nicht mal so schlimm. Insofern nicht. Wir gucken uns mal eine Aufgabe an. Wenn ich sage 1 plus 2, ja, das schon. Aber was ist, wenn ich sage 1 Euro plus 2 Cent? Ja, dann muss ich entweder alles zu Cent machen. Okay. Oder ich mache alles zu Euro. Und dann kann ich zusammenrechnen. Bei Brüchen ist es genauso. Sowas wie Euro und Cent ist sowas ähnliches wie eine Art Nenner oder, ja, hier, Name. Ja. Gucken wir uns mal 1 plus 2 Hundertstel an. 1, da kann ich, das ist ein ganz alter Trick, kann ich schnell ein Eintel draus machen. Oder 5 minus 30 Hundertstel, da kann ich ganz schnell 5 Eintel draus machen. Und jetzt kommt das, jetzt sage ich nur, komm, das machen wir wie bisher. Hier habe ich ein Problem, ich könnte zwar kürzen, aber warum nicht hier gleich alles mit 100 erweitern? Das ist nämlich so ähnlich bei den Euro. Oder warum hier nicht auch alles mit 100 erweitern? Und schon habe ich gleiche Namen. Man streicht dann durch und sagt, okay, das sind Hundertstel. Jawohl, gleicher Name. Und hier sind das 100 Hundertstel. Wenn ich das kürzen würde, wäre es wieder 1. Kann man das schnell überprüfen. Das sind wieder Hundertstel. Name ist gewährleistet. Und hier habe ich 500 Hundertstel. Und jetzt kann ich rechnen. Jetzt kann ich ganz normal rechnen. Jetzt kann ich sagen, 100 und 2 sind 102. Hundertstel, Name ist okay. Fertig. Und hier kann ich sagen, 500 minus 30 ist 470. Der Name bleibt, denn der heißt ja Hundertstel. Oh, ich denke mal, so schwer ist es gar nicht. Und jetzt schon mal ein paar Aufgaben vorbereitet. Und da habe ich einen Vorschlag. Ihr wendet das einfach mal an. Na, so. Und sagt 1 plus 1 Drittel ist, und dann macht ihr das genauso wie eben. Hier. So wie hier. So wie ich es gezeigt habe. Und ihr macht es genauso wie eben. Ihr drückt jetzt aber, nachdem ihr die Aufgaben abgeschrieben habt, die Pause-Taste. Nehmt erstmal die erste Spalte hier, die erste Kolumne. Und wenn ihr die habt, und ausgerechnet habt, dann drückt ihr wieder die Pause-Taste. In der Zeit habe ich es auch fertig. Na, ich werde es nochmal schnell erklären. Achtung, ein Ganzes, kann ich ein Eintel hinschreiben, erweitere mit 3 und habe 3 Drittel. Und ein Drittel sind 4 Drittel. Okay, müsste einfach genug sein. Hier habe ich Viertel gemacht, 20 Viertel und 3 sind 23 Viertel. Was mache ich hier? Hier sage ich, okay, ich erweitere mit 2. Und hier? Die restlichen macht ihr dann. Also, wir sehen uns gleich wieder. Pause-Taste drücken, weiterrechnen. Na, für alle die, die hier noch ein Problem hatten, denn jetzt habe ich plötzlich zwei unterschiedliche Nenner. Ganz schlimm. Nee, nee, gar nicht schlimm. Guckt mal, wenn ich sage 3 und 7, die stecken beide in der 21, dann muss ich hier mit 7 erweitern, um auf 21stel zu kommen. Das sind bei 14 21stel. Und hier erweitere ich einfach mit 3. Also einfach mit der anderen, mit dem anderen, ne? Das geht meistens. Also das geht eigentlich immer, aber es lohnt sich nicht immer. Werden wir gleich sehen. So, dann habe ich hier auch 21stel und hier habe ich 6 davon. 14 plus 6 ist 20. Der Name bleibt 21stel. Hier jetzt das Gleiche. Ich würde hier eine Zahl suchen. 8 mal 9 ist 72 oder auf 72stel erweitern. Ich mache nochmal Pause. Na? Logisch. 72stel heißen sie beide. Ich habe 27, Daumen 9, 27 und 32 sind 59, 72stel. Liebe Leute, jetzt geht mal an die Dinger ran. Ihr drückt dann wieder Pausetaste, abschreiben, Pausetaste drücken und dann versucht mal mittels Kürzen und Erweitern oder nur Kürzen oder nur das eine Kürzen und nur das andere euch hier durchzubeißen. Wir sehen uns dann wieder. Jetzt mache ich keine Unterbrechung. Jetzt gibt es, das ist so ein kleiner Bonus. Übrigens, ob ich Plus oder Minus rechne, ist vollkommen egal. Ich brauche gleiche Namen, ne? Ich kann ja auch nicht Euro und Cent einfach zusammenmischen oder Äpfel und Birnen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Naja, hier war es klar, ne? Wenn ich hier nur kürze, komme ich ganz schnell auf 5/15. Ich könnte noch weiter auf Drittel kürzen, bringt mir aber nichts. Denn ich bin ja schon bei gleichem Namen angelangt. Dann sind das 5 und 4 sind 9 Fünfzehntel. Hier an der Stelle habe ich mal angenommen,
Ich habe mich rangekürzt und habe gesagt, das sind 3/4. Ne? Durch 7 ist 3, durch 7 ist 4. Und hier habe ich gesagt, verflixt, wenn ich hier, die stecken beide im Achter einmal 1, wenn ich hier durch 8 kürze, ist es 2/8. Wenn ich aber nochmal kürze, das ist durchaus erlaubt, nochmal zu kürzen, durch 2, dann habe ich 1/4. Und jetzt kriege ich es raus. 3 minus 1 ist 2/4, der Name bleibt. Und jetzt ist man nochmal, man macht den Bruch immer so einfach wie möglich. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 2. Demzufolge ist das Ergebnis 1/2. Also wer es ganz alleine geschafft hat, schön. Und hier das gleiche Problem. Jetzt habe ich hier beide Brüche so weit runter gekürzt, dass ich sage, och nee, jetzt habe ich hier 2/3 und 1/2. Was mache ich denn jetzt? Nur dann erweitere ich eben hier mit 2. Achtung, immer oben und unten hinschreiben. Und hier mit 3. Und dann geht es plötzlich. 2 mal 2 ist 4. Immer hinschreiben, durchstreichen, hinschreiben, neue Sechstel. Und hier habe ich 1 mal 3 ist 3 Sechstel. Und jetzt habe ich 4 minus 3 ist bloß noch 1 Sechstel, hieß der Name, bei beiden gleich. Und dann bin ich fertig. So, ich denke mal, es hilft. Vielleicht mache ich noch ein Übungsvideo dazu, aber ich glaube, ihr habt so viele Aufgaben in den Büchern, da brauchen wir das wohl nicht mehr. Ich hoffe, das Prinzip hat geklappt. Wenn ja, also ich werde auf jeden Fall wieder jetzt, wieder das Gequatsche. Ich werde wieder Links anbringen zum Schluss, nochmal zu. Also hier überall werden die stehen irgendwo und ich erinnere immer aufs I achten. Hier steht dann meistens noch irgendwas Zusätzliches. Oder wie komme ich nochmal zurück? Oder wie kann ich besser einmal eins lernen, Vokabeln lernen und so weiter. Na denn, ich würde mich freuen, wenn es euch auch irgendwas gebracht hat. Fassen wir nochmal zusammen. Addieren, subtrahieren. Pschö, eigentlich nicht schlimm.